Grüß Gott allerseits zum 11. Saisonrennen der OSR-Meisterschaft 2015-2016. Wir sind in Daytona an einem legendären Stück Erde, allerdings nicht auf dem von allen bekannten Oval, sondern auf dem Straßenkurs, der in 24 Stunden regelmäßig gefahren wird. Und kommen wir direkt zum Ergebnis des Qualifyings, das sah folgendermaßen aus. Andy hat in ziemlich dominierender Art und Weise die Pole errungen mit einer 1:40.3, fast eine Sekunde Vorsprung vor DTM-Renner. Platz 3 geht an Benze Mitzel, der dieses Mal A-Cup vertritt. Kane 4., VSI 5., Guschlag 6., MF Berlin 7., Speedy 8., Grobi 9., Elias 10., Smeddy 11. und Ike 12. bedeutet das Gamco Racing Team ganz hinten. Aber mal schauen, in dem Rennen ist viel, viel möglich, vor allem weil es hier auch viel, viel Potenzial gibt, das Auto wegzuwerfen. Ist eine ziemlich schwierige Strecke und ich würde mal sagen, wir gehen rein in das Ding. Kameraposition ist jetzt natürlich nicht optimal. Müsste auch jeden Moment losgehen. Eine Ampel haben wir jetzt leider nicht. Deshalb, sonst hätte ich sie euch eingeblendet, aber wir sind schon dabei. Wird Gas gegeben da vorne. Und na, los geht's. Das sah nach einem guten Start aus von Andy. Oh, Guschlag da ziemlich weit unten, da fast unsere gelben Linie. Sollte eigentlich nicht so sein. Hier wird es jetzt schon eng. Oh, in der ersten Kurve. Ich hoffe, da haben sie alle vertragen. Wirklich unglückliche Kameraperspektive gerade. Ich habe ja gerade auch kaum Überblick. Aber Andy ist vorne geblieben. Guschlag mit einem sehr guten Start auf 3 nach vorne gekommen. Ben ist weit zurückgefallen. Speedy hat, glaube ich, müsste auch gut gemacht haben. Vorne, wenn Andy das umsetzen kann, was er in der Quali gezeigt hat, dann müsste er da vorne eigentlich weggehen können gleich. Aber jetzt sind wir schon aus dem Infield raus, wir sind im Oval. Und die Windschattenschlachten beginnen. Na, man sieht, das Spiel hat ja doch ziemliche Schwierigkeiten damit zu kommen. So, schau mal, gibt es hier irgendwo die ersten Angriffe, Alter? So, da hinten Ben scheint von Elias unter Druck gesetzt zu werden. MF, jetzt die Schikane. Hoffen wir, dass es da nicht schon die ersten Abflüge gibt, aber scheinen alle durchzukommen. Frosch ist weit zurückgefallen. Aber scheint soweit alle heil durch die erste Runde gekommen zu sein. Grobi greift bereits MF an. Ja, ist schwierig. Außen muss er natürlich den weiteren Weg gehen auf dem Oval. Ah, der Mercedes hat einen tollen Topspeed und scheinbar sind doch nicht alles unbeschadet durchgekommen. Und da vorne wird es ganz eng. Oh, Guschlag, Speedy und Speedy. Oh, ne, ist Guschlag. Guschlag hat sie weggedreht. Oh, jetzt nicht zu schnell wieder einscheren. Ja, das ging in der Startphase mehr zur Sache, als ich gedacht habe. Also wir haben jetzt Guschlag hier mit dem Dreher, scheinbar ohne Einschlag. Wir haben drei Leute in der Box, nämlich Smeddy, vor allem MF, der dritte in der Meisterschaft, und VSI. Er hat sich ja gleich mal ganz ordentlich was getan. Das kam jetzt auch gar nicht so rüber, über die Kameraperspektive. Muss ja auch jetzt ganz genau im Auge behalten, was hier passiert. Speedy jetzt dritter natürlich nach dem Unfall von Guschlag. Beziehungsweise war ja nur ein Dreher. Dahinter Kane und Ben. Und dahinter heimlich still und leise haben sich Elias und Robin natürlich vorgeschlichen durch die ganzen Zwischenfälle. Im Trainings hat sich gezeigt, die BMWs können sehr gute Topspeeds erreichen. Es scheint ein bisschen die Schwäche der Camaros und der Corvette zu sein. Dafür machen sie im Infield ihre Zeit gut. Allerdings, wenn man sagt Schwäche, ist es hier wirklich, ja, bis auf ein paar km/h Unterschied.
eigentlich nicht die Welt, aber mit Windschatten natürlich. Und wir haben Ben, der glaube ich ziemlich nah an Kane dran ist, ja. Auch schwierig in die erste Kurve reinzuholen. Man hat es ja bei Gutschlagweise gesehen. Hier wird das Auto so nervös, man sieht es auch wieder bei Ben hier. Man kann das Ding so leichter wegschmeißen. Und da hinten hat sie auch, oh, Grobi und Gutschlag. Und da ist es auch schon wieder passiert. Und es sah irgendwie ganz merkwürdig aus. Aber bei Gutschlag ist auf jeden Fall was kaputt. Man sieht auch, wie er zuckt. Oh, da dreht er sich gleich nochmal. Ah. Schade, so einen guten Start gehabt und jetzt gleich zwei Dreher auf einmal. Beziehungsweise jetzt ist das Auto wohl auch hinüber. Bei Grobi weiß ich gar nicht genau. Ist da was kaputt? Ist da alles heil? Schwierig zu sagen, aber ist auf jeden Fall schon wieder ein Eik dran. Also man merkt, wir sind hier auf keiner einfachen Strecke. Hier gibt es nicht viele asphaltierte Auslaufzonen, beziehungsweise die Auslaufzonen, die existieren. Da schmeißt man das Auto halt dann doch gerne mal weg. Oder ist Ben zum Beispiel jetzt gerade ganz weit drüber. Übers Gras kann man machen, ist aber gefährlich, wenn man da zu viel übers Gras drüber geht. Hinten haben wir den nächsten Dreher, es ist Grobi. Oder fast Dreher. Also ich muss heute mit einem Auge immer so ein bisschen auch noch auf die Karte schauen, ob jetzt da mal ein Pfeil wieder in die falsche Richtung steht. Und wenn wir gerade ein Duell haben, dann ist es Kane gegen Ben. Davor scheint sich eigentlich alles klar abzuspielen. Wobei die Abstände jetzt natürlich nicht so groß sind wie im Qualifying. Und dann bleiben wir kurz bei den beiden. Aber die scheinen sich soweit noch zu arrangieren. Aber sonst vorne geht Andy seinen Weg. Renner auf 2, eigentlich auch relativ klar. Aber Speedy, der macht auch wieder einen ganz guten Eindruck. Kane auf 4, Ben auf 5. Also die 5, die sind noch in einer einigermaßen akzeptablen Distanz zueinander. Ja, Ben hat gerade mal 5 Sekunden Rückstand auf Andy. Speedy mit der schnellsten Runde. Dahinter ist eine kleine Lücke zu Elias. Und dahinter dann Ike und Grobi. Und dann das große hintere Feld, was bereits in der Box war. Ich bleib gerade bei den Experten, weil... Da war es eigentlich gerade noch am längsten. Oh, jetzt ist Ben aber. Jetzt hat er zu viel mitgenommen. Jetzt habe ich zu viel auch weggeschalten. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade eingeschlagen ist oder ob er nur Zeit verloren hat. Das ist eben das Risiko. Wie gesagt, man kann das Gras mitnehmen in der Schikane, aber ein bisschen zu viel und du schießt so drüber hinaus. Wir haben übrigens Gutschlag schon wieder in der Box. Kann das sein? Gerade echt schwer zu sagen. Ich hoffe, er nimmt auch wirklich die neue Ausfahrt. War vorgegeben vorher links von der Strecke und das sieht auch so aus. Der Elias, da kommt dahinter Gutschlag. Ike und Grobi machen dahinter währenddessen ihr Ding. Ja gut, dann kümmern wir uns mal um die Experten hier. Und während die sich momentan nicht so viel näher kommen, also Andy und Renner, scheinen sie jetzt doch so langsam abzusetzen da vorne. Können wir uns mal ein bisschen über die Strategie unterhalten, weil das, ja, Boxenstopp-mäßig würden wir so langsam in ein Fenster kommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, der Reifenverschleiß ist hier in Daytona nicht sehr hoch. Wir haben viele, viele Geradeauspassagen. Wenig Kurven, wo man den Reifen wirklich bis zum Äußersten belastet. Und deshalb ist es auch, ja, sehr gut möglich, dass die Leute durchfahren. Wir haben... Oh, Speedy weit draußen und dreht sich weg. Und jetzt muss Kane aufpassen, dass er nicht einschlägt. Und Speedy... Oh, der ist hinten angedotzt. Hat man gerade so ein schönes Thema. Und dann dreht sich das Speedy wieder auf Platz 3 liegend.
es ist wie verhext bei ihm. Er zeigt immer wieder die Ansätze, er ist gut dabei und dann kommt doch wieder so ein Dreher zustande. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben Ben, der an Kane vorbeigeht. Ja, wahrscheinlich hat er es ausgenutzt. Kane musste da bremsen. Und Ben ist durch und jetzt ist Ben da zu weit und er dreht sich auch weg. Und schlägt ein. Das hat man gerade richtig gut gehört. Das gibt's ja nicht. Speedy in der Box. Okay, der Einschlag hat doch was ausgemacht. Oder nutzt es jetzt gleich wieder seine Strategie. Wie gesagt, der Reifenverschleiß ist nicht sehr hoch. Man kann natürlich auch versuchen, einen sehr, sehr frühen Stop zu machen und dann weiterzufahren. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier ja, doch die Schwierigkeit der Strecke wieder zu sehen bekommen. Da war Ben einfach einen Tacken zu früh dran, ist nach innen. Jetzt ist er wieder auf dem Gras, muss er aufpassen, dass er sich da nicht in Eik reindreht. Der kommt aber vorbei, die Frage ist, kommt Grobi auch vorbei? Ja, passt auch. Bereits in der Anfangsphase, das muss man mal so sagen, als die Hälfte des Feldes hat sich bereits irgendwo mal verabschiedet bzw. Auto angehauen. Und so die, die eigentlich im Qualifying nicht viele Chancen hatten, wie Grobi, wie Ike, wie Elias, sind plötzlich wunderbar vorne platziert. Vor allem ein großes Lob an Elias, der Audi hat einen Topspeed-Nachteil, doch ein, ja, es nicht das schnellste Auto auf der Geraden, sagen wir so. Und trotzdem hat er sich jetzt auf Platz 4 vorgearbeitet. Und das einfach nur durch eine konstante Fahrweise. Ja, und währenddessen, das Feld hat sich jetzt doch dann doch ziemlich gesplittet. Durch die Dreher von Speedy und Ben ist das Feld jetzt richtig auseinandergerissen. Entschuldigung. Andy macht da vorne souverän sein Ding. Kann sich immer mehr von Renner absetzen. Gucken wir mal. Aber 3 Sekunden sind natürlich noch nicht viel. Wobei es jetzt alleine letzte Runde eine Sekunde war, die er da weggekommen ist. Renner, Kane. Das sind jetzt halt alles Respektsabstände. Wir haben Ben in der Box. Okay. Wollte nämlich gerade schon sagen. Robi ist auf der Jagd nach Ike. Und dahinter die große Aufholjagd. Wenn natürlich einer ein gutes Timing für einen Crash getroffen hat, dann war es jetzt Speedy, weil er nicht weit von der Boxeneinfahrt weg war. Wie gesagt, es bleibt halt immer so ein bisschen in der Luft hängen. Gehen die Leute an die Box, gehen sie nicht an die Box, halten die Reifen die Renndistanz durch. Die natürlich schon ganz, ganz zu Beginn in der Box waren, wie hier MF und VSE. Die müssen natürlich schauen, wie sie jetzt durchkommen. Beziehungsweise sie werden, denke ich, auf jeden Fall das Risiko gehen, durchzufahren. Allerdings haben wir natürlich auch schon in Laguna Seca bemerkt, wo es eigentlich sehr unwahrscheinlich war, einen Boxenstopp zu machen, dass auch welche ohne Stopp durch können. So lange bin ich jetzt mal auf der Suche hier nach irgendwelchen Duellen. Weil es ja, wie gesagt, hier alles schon ein bisschen festgefahren hat. Und alle fahren hier in Ruhe ihren Stint runter. Gucken wir auch mal auf den Reifenverschleiß. Weil bei Kane sieht man 9-9 vorne. Wir müssen ja in erster Linie auf die Vorderreifen achten. Bei Renner schon 8-8, oder? Ist noch eine 8? Ja, ist eine 8 links. War mir gerade selbst nicht sicher, beziehungsweise sprang gerade ab und zu noch. Ja, das springt bei ihm ein bisschen. Bei Andy ist es 9-8. Also die Reifen bei dem Vorderen in einem sehr guten Zustand. Ich muss doch jetzt nochmal erwähnen, also sorry für die etwas gewöhnungsbedürftigen Bilder. Aber das sind die Kameraperspektiven vom Spiel. Da kann ich leider nicht viel machen. Also sind wir definitiv auf anderen Strecken schon besser bedient gewesen wie hier.
Man muss aber auch sagen, dass viele Kameraperspektiven doch mehr für den SK gedacht waren, speziell hier im Oval. Also so sieht die Nahaufnahmen etc. Und dann nochmal wieder weit weg im Oval selbst. Ja, oh, da hat sich Ike verabschiedet. Ich habe seinen Pfeil gesehen und da ist er auch und da ist er eingeschlagen. Ah, das ist bitter. Das ist ganz bitter. Das Auto ist auch hinüber. Der muss auch in die Box. Also heute doch nicht komplette Konzentration bei allen Teilnehmern. Eck wird jetzt natürlich in die Box gehen. Das ist schade für ihn. Aber er ist so weit vorgekommen durch seine saubere Fahrweise. Jetzt tut er sich natürlich schwer, da die Boxen einfach zu treffen. Dahinter bleiben wir mal drauf. Speedy ist an MF vorbei. Also die Jagd der Stoppler, der bereits Hundfalten, geht jetzt quasi erst so richtig los. Wobei Speedy natürlich, ja, da war jetzt natürlich nochmal ein gutes Stück später. Sind wir auch am Reifen, MF99, Speedy 1010. Dürfte eigentlich noch keinen riesen Unterschied machen, aber je länger das Rennen geht, desto größer wird natürlich der Unterschied. Wir haben Kuschlak auch wieder in der Box. Also der hat heute ein Rennen zum Vergessen. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber der hat sich vermutlich auch nochmal in die Wand verabschiedet. Und so haben wir jetzt quasi doch ein sehr in die Breite gezogenes Feld. Sieht man auch an der Karte links. Also wenige Kämpfe. Kuschlak kommt gerade aus der Box, sehe ich an der Karte. Aber ist natürlich überrundet. Das Engste ist immer noch hier VC Speedy MF. Wobei Speedy jetzt seinen Teamkollegen angreift. Ja, wie gesagt, er hat die frischeren Reifen. Er kann vielleicht noch am ehesten was nach vorne ausrichten. MF mit keinem wirklich besonders guten Wochenende bisher. Dritter in der Meisterschaft, jetzt einen schlechten Start, war ja schon auch mitten im Feld beim Start. Und Speedy VSI, mal gucken, ob die sich einigen können. Jetzt muss Speedy außen rum gehen. Also nach Team Order sieht das nicht aus, vor allem wie VSI da herrutscht. Finde ich aber auch schön, wenn sich auch die Teamkollegen untereinander bekämpfen. Speedy hat hier natürlich genügend Möglichkeiten anzugreifen. Sie haben ein gleiches Auto, vielleicht sogar das gleiche Setup, das weiß ich jetzt natürlich nicht genau. Aber er muss jetzt quasi nur auf die richtige Chance warten. Hier über die Langsamkurven heranziehen. Die Kameraperspektive finde ich cool. Und dann... Hier muss er mal dran sein. Da hat er jetzt den Scheitelpunkt nicht ganz erwischt. Schwierig zu sehen. Aber da hat es ein bisschen gefehlt und dadurch ist er auch nicht nah genug dran. Das gibt uns, denke ich, die Zeit. Gucken wir mal. Ist er da? Ja, er ist viel zu weit weg. Gucken wir mal ganz kurz, wie sind die Abstände vorne. Wir haben Ben hinten mit der schnellsten Runde. 1,40,8. Vorne sacken die Rundenzeiten schon ab. Zu Andi und Renner schalten wir gleich nochmal. Jetzt gucken wir erstmal, ob es hier jetzt zum Angriff kommt. Aber es sieht nicht so aus. Ne, Speedy ist zu weit weg. Gucken wir mal kurz. Ja, und da sehen wir jetzt mal die erste Kurve. Hier schwierig zu angreifen, weil das Auto nervös wird. Vor allem, wenn man auch noch ein bisschen Gras mitnimmt, wie Speedy hier. Und dann geht es hier ins Infield. Das ist eine ganz, ganz tückische Stelle. Und die kann man auch nur mit viel, viel Feingefühl meistern.
Gut, aber wenn die sie momentan nicht bekriegen, dann gucken wir nochmal nach vorne. Weil, ja, solange wir kein Bild kriegen, gucken wir mal. Andy und Renner, 5 Sekunden. Renner und Kane sind gut 4 Sekunden. Also die haben alle einen Respektsabstand. Und 8,7 bei Andy bereits bei den Reifen. Gleich mal. Renner auch 8,7. Kane 8,8. Könnte der NASCAR-Experte vielleicht ein bisschen wissen, wie man hier die Reifen schont. Seine Startnummer ist ja auch die Startnummer 3 in Anlehnung an Dale Earnhardt Senior. Ich glaube, wir müssen wieder nach hinten schalten, weil da wird es eng zwischen Speedy und VSE. Wenn ich den Pfeilen richtig trauen darf. Und da ist es auch eng und jetzt kann er sich vielleicht mal ein bisschen ranziehen bis Startziel. Aber wenn VSE ihn die Linie dicht macht und er geht jetzt schon aus dem Windschatten raus. Hat Speedy da keine Chance. Aber was für die Teamkollegen auf jeden Fall ein gutes Zeichen sein wird, sie gehen immer mehr von dem MF weg. Da kann das Tempo einfach nicht gehen. Oh, sah gerade aus, wenn Speedy da ein bisschen an der Wand hängen geblieben ist. Das war glaube ich jetzt gerade auch nur eine Täuschung von mir. Ja, und wir sind jetzt bei Rennhälfte. Und wen halten wir bisher an der Box? Eigentlich nur die Frontfalten und alle anderen. Wenn man mal so sieht. Andy, Renner, Kane, Elias, Robi. Sind alle bisher draußen geblieben. Also niemand mit einem frühen Stop dabei, irgendwie was gut zu machen. Oder auf eine andere Strategie zu gehen. Da würde die Tendenz für mich sprechen, dass sie doch alle durchfahren. Die, die natürlich schon ihren Stop hatten, die müssen jetzt gucken, wie sie nach vorne kommen. Speziell Speedy. Der hier nicht an seinem Teamkollegen vorbeikommt. Oh, jetzt hat VSE einen Fehler gemacht. Jetzt ist er ganz nah dran. Jetzt nimmt er mehr Schwung mit und VSE, ich glaube, der hat jetzt auch gar nicht viel Gegenwehr geleistet. Dieses heimtückische rutschige Gras. Wenigstens hat es VSI da jetzt auch geschafft, das Auto nicht wegzuschmeißen. Und damit kann Speedys Aufholjagd noch weitergehen. Der hat jetzt 16 Sekunden Rückstand auf Grobi. Schwierig, aber nicht unmöglich. Der fährt hier einsam sein Rennen, genauso wie Elias einsam sein Rennen fährt. Bei Grobi bin ich mir nicht sicher, ob er den Platz halten kann gegen einen Speedy, aber bei Elias, das sieht schon sehr gut aus. Reifen 8,8, die sind in einem Top-Zustand, besser als bei den drei Führenden. Vielleicht kann er sogar gegen Ende ein bisschen was nach vorne ausrichten. 7,7 Kane, 7,7 Renner, 7,7 Andy. Die tun sich alle drei nichts. Wobei Andy jetzt sogar einen Puffer hat, das sind zwei BMWs hinter ihm. Renner muss auch erstmal an denen vorbei. Das eine ist Eik, das andere ist Buschlag. Natürlich sind die Fahrer dazu angehalten, auch entsprechend Platz zu machen. Aber wie man sieht, Renner ist noch zu weit weg, um da überhaupt sich beschweren zu können, dass er nicht vorbeikommt. Auch schon doch vielleicht interessant zwischen Kane und Renner. Also der Abstand ist nicht groß, 3 Sekunden. Kane letzte Runde 7 Zehntel schneller. Kane war sowieso der schnellste von den dreien da vorne. Elias hat letzte Runde einen Fehler gehabt, sehe ich gerade. 44,8. Hab schon zu Grobi geguckt, 44,0. Da muss auch einen Fehler gehabt haben. Also unsere drei Stammplatzanwärter aufs Podium scheinen das Ding hier heute wieder unter sich auszumachen. Und nur wenn einer der dreien hier irgendwie patzt, dann ist die Möglichkeit da, für einen Elias, für einen Grobi, vielleicht auch noch für einen Speedy, irgendwie aufs Podium zu huschen. Und da wir jetzt mittlerweile
über 20 Minuten im Rennen sind, bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, dass die ersten 5 ohne Stop durchfahren. Bei Elias auf jeden Fall, der hat ja einen super Reifen. Jetzt geht Renner an Eik vorbei. Gucken wir mal kurz, Elias 8,7, ja, ist trotzdem noch super. Na, bei Grobi vielleicht 7,6, da könnte es ein bisschen knapp werden. Vor allem auch mit der Meute, die von hinten kommt. Dann noch mal gucken bei Andi, der fährt das gleiche Auto auch schon 7,6. Und er fährt da vorne ganz ruhig seinen Stiefel. Das ist natürlich auch schwierig, da alleine so vorne zu fahren. Das Auto muss man auch erstmal heil über die Distanz bringen. Wir haben ja schon so oft gesehen in diesem Rennen, dass die Leute auch das Auto in guten Situationen mal kurz wegschmeißen können. Da ist super Platz gemacht von Ike gegen Kane. Und ich glaube, es ist jetzt nochmal enger geworden. Ja, nur noch 2 Sekunden. Die letzte Runde von Renner war nicht gut. Vielleicht erleben wir doch noch einen spannenden Kampf um Platz 2 hier. Ansonsten, wenn ich mal so durchgucke, die beiden eben, Elias allein, Robi allein. Speedy hat immer noch VSE hinter sich, also so viel nehmen die sich von Speed dann doch nicht. Es sah aus, als wenn Speedy doch um einiges schneller wäre. Ja, ein bisschen hat er sich absetzen können. Gucken wir auf die Rundenzeiten. 42,1 zu 42,2. Boah, so richtig komplett weg kommt er nicht. Da hat Speedy jetzt auch einen kleinen Fehler drin. MF hinkt da auch ein bisschen hinterher. Und Ben kommt von hinten so langsam wieder ran. Der hat jetzt aber auch einen kleinen Fehler drin gehabt. Alle Leute heute ein bisschen über dem Limit teilweise. Ja, Ben ist deutlich schneller als die vorhin. 40,8. Zu 42,9, 42,2, 42,1. Vorne Grobi schon noch bei 43er Zeiten. Da wird, denke ich, gegen Rennende das Feld noch ein bisschen enger zueinander rutschen. Gucken wir mal dahinter. Abgeschlagen mittlerweile ist Maddy, der wenigstens seinen Teamkollegen wieder geknackt hat. Und Ike, der eben sein ruhiges Rennen da fährt. Und Buschlag fährt ja quasi gerade sowieso außer Konkurrenz nach seinen mehrmaligen Stops. Ist sogar von Ike überrundet. Also da kann er das Rennen jetzt eigentlich nur noch als Training benutzen. Beziehungsweise diese Position bedeutet natürlich auch die Pole für Rennen 2. Das wollen wir auch mal im Auge behalten. Beim Rennen 2, umgekehrte Startreihenfolge. Da könnten wir schon einiges an neuer Spannung erleben. Vor allem auch mehr an Zweikämpfen. Das Feld hat sich doch richtig schön auseinandergezogen. 7,6 bei Andi bei noch 12 Minuten zu gehen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt macht Smeddy schön Platz. Gucken wir noch mal, was das Feld so noch macht. Renner, Kane, der Abstand scheint wieder ein bisschen größer geworden zu sein. Ist immer noch 2 Sekunden. Kane hat jetzt eine ganz schlechte letzte Runde. Was anderes bleibt uns gerade leider nicht übrig, als hier verstärkten Zeitmonitor anzuschauen. Reifen ist in etwa gleich. Ist natürlich die eine Sache, dass der Reifen unterschiedlich gut ist. Die andere Sache, wie ist das Handling des Autos mit der Renndistanz? Manche Autos untersteuern mit zunehmender Renndauer. Manche Autos liegen vielleicht sogar ein bisschen ruhiger. Jetzt müssen wir gerade nach hinten gehen.
Ben ist an dem F vorbeigegangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Da wollte ich gerade ein bisschen mal die Onboard von Kane zeigen. In dem Moment war es auch schon zu spät. Das heißt, Ben hat sich jetzt schon mal eingeschnappt. Mal gucken, wie er so weitermacht. Schade ja für ihn, er hatte eine gute Ausgangsposition, hat aber den Start eben auch schon ein bisschen verbuckt. Und daneben noch der Fehler. Jetzt wollte ich eigentlich gerade wieder zum engsten Duell zurückgehen, nämlich zu Kane und Renner. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Motorhaubenperspektive an. Und dann können wir vielleicht mal ein bisschen erkennen, wo ist denn wer jetzt ein bisschen schneller. Der Renner läuft gleich auf die nächste Überrundungsgruppe auf. Aber die Distanz ist doch ein bisschen zu groß, um jetzt sehen zu können, wer jetzt wohl ein bisschen aufholt. Oh, da vorne staubt es verdächtig. Ich glaube, da hat es geknallt. Oh, Smedy und Kuschlack, glaube ich. Einer von beiden ist gerade ausgerodelt. Ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht irgendwas kaputt ist bei einem. Aber es sieht aus, wenn sich die Jungs so halten können, also speziell Smedy. Hatte ich jetzt gerade einen nervösen Daumen, sorry. Smedy lässt Kane auf jeden Fall jetzt schön vorbei. Oh, da hat er auch die Schikane fast verpasst. Da muss man sich dann zurücknehmen, weil wenn man dann voll drüber pusht, dann Wand ahoi. Wir haben noch 10 Minuten. Gucken wir nochmal auf die Reifen. Kane 6,6, Renner 6,6, Andy 6,5. Steht ein bisschen schlechter da, aber wer fährt da vorne seinen Stiefel? Der lässt sich da nicht aufhalten. Renner hat ziemlich quer gestanden, Kuschlack aber auch. Er blinzelt so ein bisschen auf die beiden, das da vielleicht noch eng werden könnte. Kane ist jetzt viel, viel näher dran. Ja, unter 2 Sekunden. Und bevor es hier spannend wird, gucken wir nochmal durch. Elias, Grobi, alles ruhig. Speedy schließt langsam zu Grobi auf, 6 Sekunden noch. Ist pro Runde über eine Sekunde schneller, also da ist vielleicht noch was möglich in Richtung Platz 5 für Speedy. Rossi musste sich zurückfallen lassen. Gucken wir mal Ben drauf. Na, 41,4, der fährt immer noch schneller wie die vorhin. Gucken wir auf die aktuelle Runde. 42,9, die Runde war es jetzt natürlich nicht. Boah, da war er jetzt aber ganz, ganz kurz vorm Abflug. Und dahinter MF, also im Rennen komplett zum Vergessen für ihn. Er war von Zeiten her nicht dabei und war eben auch in die Crashes verwickelt. Welche Art auch immer, wir hatten es leider nicht im Bild. Und sonst, wenn wir so weiter durchgucken, alles ruhig. Dann bleiben wir nochmal bei denen. Kane und Renner. 1,4 Sekunden. Dann gucken wir doch jetzt noch mal kurz rein. Vielleicht können wir jetzt irgendwo sehen, wo denn Kane die Zeit gut macht. Ja, ganz spät auf der Bremse. Aber das Auto scheint ruhig zu liegen. Ja, da hat jetzt überhaupt keine Probleme gehabt. Da gibt es Leute, die hatten deutlich mehr Schwierigkeiten, da in die erste Kurve reinzukommen. Hier früh aufs Gas aus der Hahnhalle raus, lässt sich da weit raustragen. Das Infield ist natürlich ein Musterstück für den Camaro, aber auch für die Corvette. So, und wenn man mal nicht das Mikro abstürzt, dann kann ich auch wieder schön für euch kommentieren, aber jetzt muss ich gerade hier, das ist jetzt gerade echt live.
Wir haben aus Versehen wieder zu Renner geschaltet dabei. Bleiben wir mal kurz bei Kane drauf, solange versuche ich wieder das Mikro zu richten. Das gerade irgendwie festklemmt, beziehungsweise der Ständer klemmt fest. So, es hält nicht. Ich muss vielleicht gleich eine kleine Unterbrechung machen. Solange behalte ich natürlich weiter ein Auge auf das Renngeschehen. Jetzt hält es, glaube ich, einigermaßen, im Kurs zumindest. Ja, live. Gut. Renner scheint wieder ein bisschen weggekommen zu sein. Das sieht nach mehr aus. 1,6 Sekunden. Oh, da hinten gibt es einen Abflug. Da hinten ist einer abgeflogen. Das war. Wer war's? Oh, es war wieder Guschlack. Ich hab's im Rückspiegel von Kane gesehen. Ein Guschlack, der ist, glaube ich, da auch eingeschlagen. Allerdings, ja, es zuckt. Da ist was kaputt. Das wird den nächsten Boxenstopp nach sich ziehen und dann wird das nächste Rennen herbeisehen. Wir sind in den letzten 5 Minuten und wenn ich so durchs Feld blicke, denke am engsten könnte es hier noch Ben VSI werden. Speedy kommt auch so langsam an Kobi ran, die diesen Reifen jetzt doch schon ziemlich am Ende sind, bei 5-4. Da könnte es auch nochmal ganz eng werden. Elias fährt hier super rein, der macht den vierten Platz, wenn er es nicht wegwirft. Und dann hat er hier aus einem Rennen, wo er mit dem Auto vielleicht nicht so viel erreichen kann, eigentlich doch ganz, ganz viel rausgeholt. Kane und Renner, das wird noch interessant. Die beiden kommen auf die Rundenzeiten. 42,7 vorne Andy, 42,6 beide Renner und Kane. Also um nochmal nach ganz vorne zu sprechen zu kommen, also der Andi, der wird das Ding machen. Da gehe ich jetzt fest davon aus, weil er hat jetzt kurz vor Schluss, 4 Minuten vor Schluss, einen komfortablen Vorsprung. Kommen wir letzte Runde. Ja, lässt das vielleicht auch schon ein bisschen langsam angehen. Kane 42,3. Also das war eine ganz starke Runde von ihm. Und er ist auch so langsam dran. Also so gegen Ende kommen doch so die kleinen, aber feinen Dramen, wo spannend wird. Und jetzt ist es schwierig. Ich kann hier um Platz 2 drauf bleiben, aber hinten sehe ich das nächste enge Duell, nämlich Ben ist an VSI dran. Und wird hier jetzt vielleicht auch gleich schon angreifen. Guck mal, ist vielleicht noch ein bisschen, einen kleinen Tacken zu weit weg. Zumal wenn VSI hier jetzt die Innenbahn nimmt und Ben ist in der Box und ich verstehe es nicht. Ist der angeschlagen? Hat das Auto irgendwie einen Schaden bekommen? Das ist jetzt gerade für mich komplett unlogisch. Oder aber er spekuliert auf den schlechteren, auf den besseren Startplatz für Rennen 2. Allerdings, das wird es auch nicht sein. Weil für das, er hat jetzt gerade mal eine Position verloren, also das ist quasi komplett hirnrissig. Allein dieser Gedanke. Weil sicher, man kann auf eine bessere Startposition für Rennen 2 spekulieren, aber es ist an sich unlogisch, weil man verliert so oder so. Das Punktesystem ist ja so ausgerichtet nach der Anzahl der Teilnehmer und dann auch immer nur in einem Punktabständen, damit ich das auch mal hier erklärt habe, weil ich glaube, das wussten auch bisher die Regelkundigen, die ich das Reglement durchgelesen habe, soll der Sieger Andy, wenn er das Rennen gewinnt, muss natürlich auch erstmal beenden. Der bekommt in dem Fall dann 12 Punkte und dann geht's runter 11 Renner, 10 Kane, wenn es denn so ausgeht, wenn man mal so verdeutlicht. Und deshalb, wenn man quasi den Punkt hier weggibt, es bringt eigentlich nichts. Weil du kommst nicht dadurch automatisch im nächsten Rennen auch wirklich die eine Position besser an.
Deshalb wurde das Punktereglement auch so gestaltet. Und deshalb hat sich Gott sei Dank auch noch niemand dazu wirklich herabgelassen, mal das Rennen komplett aufzugeben, beziehungsweise komplett zu verwachsen, um eine bessere Startposition zu erlangen fürs zweite Rennen. Wir haben hinten Abflug, sehe ich, aber jetzt bleiben wir kurz mal hier drauf, weil Kane ist ganz, ganz nah an Renner dran. Und wir haben auch nur noch eine Minute auf der Uhr und da vorne sehen wir Andy im Oval. Das heißt, die nächste Runde wird die letzte sein. Wir haben auch Ike nochmal an der Box, da ist wohl auch nochmal was kaputt gegangen. Und jetzt kommt der Angriff von Kane. Ja, ich glaube, er kommt, er kommt. Allerdings muss er dann über außen gehen, aber schwierig. Schwierig, wenn die Innenbahn dazu ist und Renner macht die Innenbahn zu, hat Kane da keine Chance. Also Kane, der hat jetzt das Tempo im Vergleich, der hat eigentlich kaum bessere Reifen, aber er hat das Tempo jetzt, um an Renner vorbeigehen zu können oder um zumindest schneller fahren zu können. Hinten habe ich auch im Auge, ich glaube die Pfeile von Grobi und Speedy sind das, die jetzt ganz eng beieinander sind. Aber wir bleiben jetzt hier mal im Kampf ums Podium. Wir sind mal um den zweiten Platz. Wo Kane wahrscheinlich gleich nur noch eine Chance hat, beziehungsweise er hat jetzt noch zwei Chancen. Einmal jetzt auf die erste Steilkurve raus und dann also nach dem Schikanen nochmal. Oh, da hinten ist auch was passiert, da ist einer ganz langsam unterwegs, beziehungsweise steht fast. Aber Kane ist zu weit weg, der kommt nicht ran, der hat auch nicht den richtigen Windschatten. Muss später bremsen, um ranzukommen. Jetzt die Schikane mit ganz viel Risiko. Aber, da ist er quer gestanden, da hat er den Schwung verloren. Aber gehen wir jetzt nach vorne, weil sonst verpassen wir die Zielüberfahrt des Siegers. Andy gewinnt, ja, jetzt mit einer ziemlich weit gezogenen Kamera. Hier mit entsprechender Freude das Rennen vor Renner und Kane. Das Podium ist komplett. Wir haben die üblichen Kameraden und Elias in der letzten Runde, ruft das Auto noch weg. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Oh, jetzt wird's schwierig. Allerdings ist Grobi weit genug weg und Grobi wird währenddessen von Speedy unter Druck gesetzt. Jetzt wird's hier nochmal richtig dramatisch. Aber Grobi kann blocken. Der kann den Topspeed des Mercedes voll ausspielen. Gucken wir hier kurz auf die Zielüberfahrt von Elias, wenn er es dann schafft. Aber es sieht ganz gut aus. Da ist er drüber und Speedy, der ist zu weit weg. Bei Grobi 3-3, ja, die Reifen sind am Ende. Aber am Ende kann er es, dank des Topspeeds des SLS, dort noch über die Ziellinie bringen. VSI, ja, hat doch am Ende ein bisschen federn lassen müssen. Und MF bringt dann jetzt wenigstens noch den 8. Platz heim. Dann haben wir auch schon fast alle im Ziel, weil die letzten drei, Smeddy, Ike und Guschlag, die waren überrundet. Und Ben ist quasi der Letzte, der jetzt noch über die Ziellinie muss. Hat noch die schnellste Runde, glaube ich, gefahren. Gerade jetzt in der letzten Runde noch eine 40-5. Hier noch die schnellste Runde gefahren. Ja, und dann schauen wir uns nochmal das Endergebnis an. Und das sieht so aus. Andy gewinnt das Rennen. 5 Sekunden vor Renner. Als am Ende waren die Abstände dann noch nicht so riesig. Zumindest bei den ersten dreien. Kane 3. Elias 4. Grobi 5. Speedy 6. VSI 7. MF Berlin 8. Benze Mitzel 9. Smedyline 10. Ike 11. Und Feuerguschlag 12. Damit ergibt sich in der Meisterschaft natürlich folgender Stand. Also Renner, der kann natürlich seinen Abstand da wunderbar halten. Hat jetzt 116 Punkte auf dem Konto.
hat immer noch quasi mehr als ein Rennen Vorsprung auf den zweitplatzierten Kane. Der hat sich jetzt deutlich von MF abgesetzt. Also MF ist auch da jetzt stark zurückgefallen. Da ist Andy mittlerweile noch einen Punkt hinter ihm. Guschlack führt dahinter das Feld der Verfolger an. Mit 66 Punkten. Elias hat zu ihm ganz gut aufgeschlossen mit 62. Akab kann natürlich zurzeit nicht teilnehmen. Dafür war jetzt Benson Mitchell der Ersatz. Beide auf Platz 7 in der Fahrerwertung. VSI 8. Speedy 9. Hater konnte dieses Mal leider wegen technischem Defekt nicht mitfahren. Ist 10. in der Meisterschaft. Grobi 11. Smedy Line 12. Gamecore, also Ike 13. Darkboy 14. Und Ben hat sich zum ersten Mal jetzt eingetragen in die Meisterschaft mit 4 Punkten für seinen 9. Platz. In der Teamwertung bedeutet das, dass das Tiwa Racing Camaro Team bleibt natürlich weiterhin unangefochten vorne mit 189 Punkten. Morbrain Racing hat immer noch ein ganz gutes Polster. Da zählen Bens Punkte natürlich jetzt dazu. Da habe ich jetzt hier vergessen einzutragen. Das Hatiba Racing Mercedes Team hat die 3. Position wieder zurückerobert vom Rheinland Racing Team. Aber man sieht es da Platz 3, 4, 5, die sind ganz eng beieinander innerhalb von 8 Punkten. Also ist noch viel möglich. Und 6. ist Gamecore Racing mit 45 Punkten. Gut, morgen geht's dann ins zweite Rennen in Daytona und ich kann euch jetzt schon mal viel, viel, viel Action versprechen. Umgekehrte Startreihenfolge. Möglichkeit auf Regen, wer weiß. Wetter ist auf jeden Fall eingestellt für Rennen 2. Und dann schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe ihr auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.